Hallöchen zusammen! Da sind wieder eure Card Collectors Sandro und Sarah mit den neuen Pokémon Go Special Collections, Leute. Nach und nach tröpfeln jetzt langsam aber sicher die neuen Pokémon Go Produkte rein. Es gab einen Release-Verzögerung, doch jetzt kommen sie zu uns in die Schweizer Shops. Langsam aber sicher tauchen immer mehr davon auf. Mhm. Heute haben wir diese drei Stück mit dabei. Team Instinct, Team Valor und Team Mythic. Team Mythic. Ey, Leute, wir freuen uns riesig auf die Boxen, denn die haben einiges in sich. Zu den genaueren Infos von allen Produkten von Pokémon, genaue Releases, weitere Verzögerungen oder auch Waitlists, Joinlists. Bei uns auf der Homepage haben wir eine separate Landingpage von Pokémon Go. Da könnt ihr euch genauer informieren, was für Produkte noch kommen, wann die etwa kommen sollen, die Preise natürlich, genau, und welche Varianten und was da alles so drin ist und natürlich noch kommt von Pokémon Go. Genau, schaut unbedingt vorbei, um euch zu informieren. Wir haben so lange auf die Produkte gewartet, jetzt eben mit der Verzögerung, die waren ja lange Zeit auf dem Schiff, was da irgendwie verschollen war oder irgendwie nicht abgefahren ist, wer weiß schon. Aber da haben wir sie und das sind drei wunderschöne Boxen. Es hat insgesamt 6 Booster drin und eine megamäßig schöne Promokarte, Leute. Schlussendlich aus der Pokémon Go Boosterbox in Japan musste man die ja ziehen, die Karten, und hatte immer eine, wenn man Glück hatte, pro Box drin. Also man konnte eine von denen pro Box drin haben, ist natürlich absolut random gewesen. Und hier haben wir sie einfach in der Box wieder als Promo drin. Und das finde ich einfach wieder so ein Privileg, dass Pokémon uns, sage ich jetzt mal, Englisch, Deutsch und Französischsprachigen, das einfach so in die Boxen reintut. Nicht zu vergessen natürlich auch noch die Pins zum dazugehörigen Team. Ja! Sehr cool, die Promokarten haben es echt auch in sich. Und was sich dann noch in den Boostern drin verbirgt, werden wir nachher dann noch zusammen angucken. Wir rippen die drei Boxen und sind gleich wieder bei euch. Die Boxen sind gerippt und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert von den Pins und von den Promokarten. Wir können einfach von Glück reden. Echt? Die Japaner mussten mal wieder richtig handeln nach den wunderschönen Karten. Und es ist einfach abartig. Wir bekommen die einfach mal wieder, das Privileg in einer Box. Hier einmal Team Valor. Wir haben Spark. Vom gelben Team. Apropos, verratet uns doch, welches Team in Pokémon Go seid ihr? Spielt ihr es noch aktiv? Wir müssen sagen, Sandra hat jetzt zwar wieder angefangen, ganz am Anfang haben wir es gesuchtet, wo es rauskam sowieso. Wir waren an jedem Community-Event dabei, an jedem Shiny-Hunt. Wir haben alles mitgemacht. Jetzt in den letzten, vielleicht im letzten Jahr, waren wir eher wieder ein bisschen träge unterwegs. Ich habe das Spiel schon länger nicht mehr aufgemacht. Ich müsste jenste Updates machen und jenste Pokémon noch fangen, die mir jetzt fehlen. Aber das lädt eigentlich auch schon wieder ein, mal wieder so ein bisschen in das Spiel zu gehen. Also erzählt uns doch, spielt ihr es noch, wie aktiv und welches Team seid ihr? Yes, zum Beispiel hier Blanchet. Blanche. Auch hier wunderschön mit den Polarlichtern. Ich persönlich finde es fast die schönste. Ja. Fast die schönste. Auch Struktur auf der Karte. Kann sich sehen lassen, ist wirklich schön. Extrem. Und schön. Hier noch der Pin dazu. Natürlich nicht zu vergessen, die ganzen Booster, die noch drin waren. Wir gucken uns einfach mal an, was sich hier drin verbergen kann. Genau, ich muss dazu sagen, dass unsere allerersten Deutsch bzw. in dem Fall englischen Booster, denn wir zwei haben vor allen Dingen bisher Japanisch aufgemacht, in den Boxbreaks und auch hinter der Kamera. Aber Englisch ist das erste Mal, es sind unsere allerersten Karten und eben, wir wollen sie alle, das Set wollen wir vervollständigen, das hat Master-Set-Potenzial. Von dem her, wir brauchen jede Karte und hoffen auf ein paar coole Pulls. Das sind jetzt insgesamt 18 Booster. Ich glaube, da sollte einiges rauskommen, Leute. Da muss einiges noch rauskommen. Was natürlich außer den Karten in den Boxen noch drin war, war der Pokémon Go Code. Wir geben euch jetzt mal ganz kurz gucken. Pokémon Go, da war in jeder Box noch so eine große Karte drin.
Und hinten drauf auf der Karte verbirgt sich der Code. Das sind einige Codes, wo ihr spezielle Items im Pokémon Go selber abgreifen könnt. Mhm. Promocode eingeben, schnappt euch die und die gehen an euch. Viel Spaß damit! Erstes Booster, okay. Pokémon Go auf Englisch. Mal gucken, was sich hier drin verbirgt. So süß! Eben die Artworks kennen wir ja schon von den Japanischen. Aber eben, es ist mega cool. Es ist ein kleineres Set. Leute, wisst ihr, was das ist? Versteht ihr den Link? Seht ihr auch, was wir sehen? Das ist mir als erstes gerade aufgefallen. Zuerst noch der Pull. Wir haben das Lapras. Wunderschön, sieht aus wie in Venedig. Hat was. Sehr, sehr schöner Pull. Einmal in den Sleeve rein. Und wir hatten tatsächlich das Glück, im ersten Booster ein Ditto zu ziehen. Guck das mal hier unten. Selten. Sieht man das kleine Ditto? Wunderschön, auch Reverse Holo natürlich. Sehr, sehr schön gemacht. Lass es für den Moment noch nicht abziehen. Wir ziehen es für den Moment noch nicht ab. Möchtest du es drauf lassen? Ich bin mir nicht sicher. Wenn wir ein zweites ziehen. Wenn wir ein zweites ziehen im heutigen Opening, dann zeigen wir euch mal das Titel. Ich bin mir nicht sicher. Es soll recht selten sein und ich finde es recht toll, so ein bisschen beides zu haben. Mal das, die Rare-Version und eventuell die abgezogene Version. Von dem her fände ich es extrem spannend. Aber warten wir mal, was noch alles rauskommt. Zumindest im ersten Booster haben wir schon mal die Reverse Holo. Achtung, ja genau, das Ditto ist immer am Reverse Holo Spot. Ganz, ganz wichtig. Ihr merkt das, die Karte fühlt sich dicker an. Ist dicker. Und hat das kleine Symbol unten drauf. Radfratz auch hier, sehr cool mit dem Superfang. Einige Decks auch fürs TCG wieder entstanden. Natürlich immer schön zum Sehen. Snorlax, auch das, ja, richtig cooles Kärtchen. Richtig cool. In jedem Booster, weil es ja ein Spezialset ist, das Sommer-Spezialset, ist mindestens eine Holo drin. Eine also Holo ihr habt drin. Garantiert eine Holo-Karte in dem Set. Das ist auch riesig, also wirklich vollgepackt mit Holo-Karten. Genau, und das Set ist ja nicht so groß. Es ist ja wirklich um 78 Karten groß und dann kommen die Secret Rares dazu. Also wirklich ein kleines Set, was es mal wieder richtig lohnt. Eben, ein Master-Set zu vervollständigen. Da lohnt sich's. Hier, Slowpoke, Fischen nach der Muschel. Charmander. Ditto, nein, kein Ditto. Das wäre jetzt lustig gewesen. Mega süßes Pika, das neben dem Trainer hergeht. Und eine Melmetal V-Max. Unsere erste V-Max-Karte. Wir hatten den Auftritt von Melmetal V-Max im Japanischen und zum ersten Mal ersichtlich das Pokémon in dem Style, weil es gab es im Spiel nicht, es gab es allgemein bis jetzt noch nicht, die V-Max-Form von Melmetal. Stimmt. So. So lustig, wir haben mega Glück, dass das Ditto im ersten Pack. Das war lucky. Ditto. Das war richtig Ditto. Lucky. Und eben auch jedes Pack mindestens eine Holo. Genau. Jedes Pack glänzt ultra süß. Was ja natürlich auch drin ist, Leute, wo wir auch auf dem Hunt sind, sind natürlich die Radiant-Karten. Die haben sie jetzt auch wieder in das Pokémon Go Set reingepackt. War das ein Call? Und das sind ja die Starter. Moltres! Okay, das wäre nämlich auch am Reverse-Holo-Spot in dem Fall. Oh, yes! Gyarados, mega episch. Wow, die ist richtig geil. Wirklich schön, wirklich schön. Genau, das wäre ja Spisaflor, das Turtok und das Glurak in shiny Radiant-Form. Also das ist natürlich auch so was richtig, richtig Cooles, was sie hier reingepackt haben. Bei den japanischen Boxen ist immer eine garantiert. Sorry. Ist immer eine von den Radiant-Karten garantiert und hier auch wieder absolut random. Da können auch mehr drin sein. Das haben wir als wieder als Vorteil. Mal sehen, ob wir das Glück haben und eine ziehen heute mit 18 Boostern. Yeah. Ja, ja, ja. Ich finde es cool, dass nicht alles so digitalisiert ist, dass sie viel auch normal belassen haben. Eine der coolsten Holos, das Favorite Pokémon von Jacko, das Tyranitar und Despot. Wie es brennt. Es brennt. Ja, so richtig. Wortwörtlich. Und auch die V-Star war hier drin, auch fürs Spiel natürlich gut brauchbar.
Next one. Gucken uns noch kurz den Booster an. Wir haben Niantic drauf. Die Erschaffer von Pokémon Go. Niantic. Sehr, sehr cool. Auch mit Pokémon Play, Pokémon TCG Live. Natürlich auch in den Boostern drin jeweils. Ein Code fürs Booster online. Dann könnt ihr direkt einmal einlesen. Den Code gebe ich euch raus. Da habt ihr ein Booster mehr online, das ihr öffnen könnt von Pokémon Go. Und ich habe mich hier schon gespoilt. Hast hier du dich kommt gespoilt? Mindestens eine Wii. Oh! Mindestens eine Wii. Ah ja, ich sehe da was. Den schwarzen Rand habe ich gesehen. Da was Pokestop, neue Stadionkarten. So ein cooles Carpador wirklich. Das, die Carpador Army. Aber wenn alle Platscher einsetzen, ist es doch nichts. Yes! Oh, yes! Ein ultra cooles Mewtwo V. Mewtwo V. Richtig nice. Meiner Meinung nach der Star von dem Set. Der Star vom Set. Definitiv. Mewtwo hat hier richtig einen Ehrenplatz bekommen. Ja, das ist definitiv. Ein Ehrenplatz. Ah, die Alt Art, Leute. Die Alt Art von Mewtwo. Die ist so in der Stadt. Schwebt über den Häusern oder zwischen den Hochhäusern hindurch. Ist übel. Ist hat richtig jemand von schön. Euch die schon? Wir haben schon zwei, drei aus der Community haben wir schon entdeckt, die sie effektiv gezogen haben. Mewtwo. Was haltet ihr vom Artwork? Erzählt mal. Lockmodul. Oh, oh, hübsch. Und Sylvian. Hier ein kleines Mitbringsel mitgebracht. Ist schon sehr süß. Süß. Als ein Pokebody. Geschenk sozusagen. Ein kleines Geschenk von Sylvian. So hübsch. Viele, viele Artworks natürlich auch bezogen auf Pokémon Go selber. Ja, natürlich. Und das muss, ist muss. Sehr gut umgesetzt, muss ich sagen. Ich war überrascht, ich habe mich von dem Set nicht spoilen lassen. Ich habe versucht, so viel, also natürlich, die Secret Rares und alles da darum, da kommen natürlich nicht darum. Aber die normalen Artworks waren einige Überraschungen mit dabei. Zum Beispiel das hier, die Fotobomb von Farbigel. Ja, Farbigel. Sehr cool. Genau. Und eigentlich ist B-Barrel die Karte von B-Barrel. Die Fotobomb. So lustig. Slowpoke. Carpador. Jede Menge Carpadors heute. Jede Menge. Oh, Articuno. Das. Schön. Auch hier mit dem Pokémon Go Stamp auf jeder Karte drauf. Mhm. Als schön Spezialset. Gemacht. Ist wirklich sehr, cool. Sehr, sehr schön gemacht. Ja, ist wirklich cool gemacht. Mein letztes Booster für heute und danach switchen wir noch Plätze. Dann darfst du dein Glück noch versuchen. Mit den heutigen Boostern von Pokémon Go. Kleines Battle. Pokémon Go Battle. Kleines Battle. 1, 2, 3, 4. Okay, komm schon. Und dann muss hier noch was drin sein. Ansonsten. Ja, dann ist alles schon, bei ist mir schon, drin. Dann ist alles bei dir. Mal Magikarp, schauen. Magikarp, Apom, Charmander. Okay, und eine weitere Holo. Ein oh, Double. Unser okay. erstes Double. So schnell geht's. Es so ist vollgepackt von Holos, das Set. Wirklich, dadurch, dass ja in jedem Booster eine Holo drin ist, ist es riesig. Okay, drei Puls. Die Auswahl von den Holos ist riesig. Meiner okay. Seite drei Puls. Mewtwo, Bidoof als... Ditto und Melmetal V-Max. Okay, jetzt versuche ich mein Glück, Leute. Wünscht mir Glück. Kurzer Switch. Okay, Plätze sind getauscht. Hallöchen. Ich versuche mein Glück. Meine ersten yes. Pokémon Go Booster. Es sind wirklich auch für alle, die das TCG selber spielen, in Pokémon Sind's Go. Sind vier? Wie hast du das jetzt gemacht? Vier. Ganz normal. Ganz normal. Die Energie zuvor, es ist wirklich auch fürs Pokémon Go, fürs Pokémon TCG eine Bereicherung. Es sind einige Karten mit dabei, die sehr, sehr viel Spaß machen mit Spielen. Wirklich cool. Auch die Artworks lassen sich echt sehen. Ich glaube, ich habe da mich ein bisschen gespoilt. Oh, Janera. Und, Slaking. Slaking, brauchen wir. Ja, die hat uns noch gefehlt. Die hat uns noch gefehlt. Eben, wir wollen das Set komplett haben und dadurch, dass es unsere ersten sind, brauchen wir jede Karte. Freuen wir uns auch über jede Karte. Okay, wir starten mit Wasserenergie, Blanche, Steelix, wow, ultra süßes Schillock, Carpador, Griffel, die ganzen Pokebällen. Yes. Kein Ditto. Ditto. Oh, Moltres. Auch unser
zweite Starter, glaube ich, ist das. Nein, Moltres haben wir heute noch nicht gesehen. Haben wir noch nicht? Ah, oh, vielleicht als Moltres Reverse Holo. Moltres nicht. Ja, das kann sehr, sehr gut sein. Gesehen habe ich es vorher. Doch, ja. Ich habe es in der Hand. Als Holo noch nicht. Okay, okay. Wo bleiben die Radiants? Wo bleiben die... Wo bleibt da noch so ein kleines... Ein kleiner Knaller. So ein kleiner Knaller wäre doch was. Spark als Normalform. Schön, ja, dass endlich einfach die Full Arts werden uns geschenkt. Das ist echt eine Ehre. Natu. Oh, nice. Und yes. Melmetal, die nächste V-Karte. Die normale V-Karte von Melmetal. Zusammen im Set natürlich mit der V-Max. Cool, cool, okay. Nehmen wir natürlich auch sehr gerne. Brauchen wir unbedingt. Okay, Metall. So wie es geendet hat, fängt es an. So, Rock, Nummel, Raticate. Ultra süßes Bisasam. Yes! Mein Liebling, die schönste, meiner Meinung nach, die schönste Radiant im Set. Ist es ein Double-Pull? Ja, eigentlich ist es immer ein Double-Pull mit immer dem ein Set. Double-Pull. Einmal das Relaxo so hier nice. Und schaut euch die schöne Radiant-Karte an, wie sie glitzert und funkelt. Die Augen sind ja übel und der Effekt über die ganze Karte. Haben wir doch noch eine Radiant wahnsinnig gesehen. Wahnsinnig schön. Sehr schön. Wahnsinnig auch schön. Die Kirschblüten im Hintergrund, oder einfach die Blüten im Hintergrund sind unglaublich schön. Es reflektiert so krass. So krass. Ich lege die ansonsten sehr gerne hier hin. Et voilà. Das ist uns auch, genau. Perfekt. Dann schnapp ich mir den. Ich sortiere hier nebenzu gleich die Karten. Wir sortieren das immer, damit man im Nachhinein ein bisschen einfacher hat. Genau, ich gehe weiter mit Pflanze. Wieder genau gleich, wie ich geendet habe, fange ich hier wieder an. Chansey. Das Ivysaur braucht es natürlich auch. Pikachu, Shiggy, Leberak. Okay, Reverse, normal. Spark, auch gut. Und yes! Pikachu. Das Pikachu. Super süße Holo. Mega süß. Fangbar okay, auch mit der Mütze in Pokémon Go. Stimmt. Genau. Ich habe jetzt noch 4 Booster vor mir. Leute, drückt uns nochmal die Daumen. Kommt gut. Dann bis jetzt haben wir echt gute Pulls. Slowbro. Da auch das Ivysaur. Es sind echt, auf den Artworks ist manchmal so viel los. Mhm, echt schön. Jawohl, Gyarados. Oh, auch nochmal ein Reverse Solo. Und Mewtwo, nochmal ein Double heute. Cool, Tauschpotenzial. Sehr schön. Okay, das Double tun wir mal zur Seite. Mach 3. Jetzt haben wir Gyarados und Carpador als Reverse Holos. Sehr schön. Sehr schön. Finde ich richtig cool. Okay. Der Eier. Inkubator. Schade, ist da kein Ei drin. Ist da kein Ei drin. Auch die Goldkarte davon ist echt schade, ist da kein Ei drin. Super süße. Xatu? Xatu. Ja. Xatu, genau. Knapp. Und ein Tyranitar, nochmal Holo, ein Double. Okay. Die Holos. Zapdos Holo fehlt uns, glaube ich, noch. Jetzt von den 3 Vögeln. Zapdos Holo. Zapdos Holo fehlt noch. Zapdos Holo fehlt noch. Und es gibt natürlich auch noch Mewtwo V-Max hier drin. Es gäbe noch... V-Star. V-Star. V-Star, genau. Die Goldcard natürlich. Boah, Rainbows. Da wäre schon noch jede einiges Menge mehr in dem Set, was es zu entdecken gibt. Hey, Pom, jawohl, komm und schon. Und ihr seht, das hatten wir noch nicht, glaube ich. Ihr jawohl. Seht, wie selten. Hey, oh, Call, wirklich. Call. Ihr seht aber, wie selten das Ditto ist. Jetzt haben wir im allerersten Booster eins gehabt. Und das war's. Deswegen, ich glaube, ich behalte es mal
ungerippt sozusagen. Ungerippt. Ungepeelt. Man kann eben das vordere, den vorderen Teil der Karte ist ein Sticker. Also es ist wie ein Sticker auf der Karte drauf, den kann man abziehen. Mhm. Und vielleicht sehen wir das jetzt noch im letzten Booster. Oh, das wär, aber ansonsten, das war einfach damit ihr wisst, zu eurer Info kann man abziehen. Dann hat man einen Pokémon-Sticker und ein Ditto. Letztes Booster. Was bescherst du uns? Mhm. Oh, oh, ein schönes Venusaur. Und noch mal ein Zapdos. Ich hätte es nicht zu laut sagen dürfen. Das ist ja gut, ja, jetzt haben wir es. Aber das Venusaur ist richtig cool. Richtig schön. Yes. Cool. Das nehmen wir natürlich und auch. Das hatten wir noch sehr, nicht. Sehr gerne. Ganz, ganz wichtig, denn wir wollen sie ja alle. Und hier ein kurzes Recap. Das Mewtwo. Jawohl, das Mewtwo vom V. Leute, wir haben hier eine kleine Auswahl an Karten. Ich fange mal doch mit dem an. Dann kommen hier hinten. Dann haben wir die alle Karten zusammen. Also, wir versprechen euch, wenn wir das nächste Mal ein Ditto ziehen, sprich, ihr müsst uns ganz fest die Daumen drücken, dann peelen wir es. Weil eins würde ich sehr, sehr gern ungepeelt lassen, einfach für... Für die Sammlung. Für die Sammlung. Genau, am besten eigentlich alle drei oder vier Artworks einmal unpeeled und einmal ein gepeeltes. Das wäre eigentlich dann das Master-Set. Der Ditto-Hand sozusagen. Okay, also Spidoof, Ditto, dann haben wir einmal Melmetal, Slaking, dann haben wir unser Double Mewtwo. Wow, Melmetal V-Max. Finde ich cool, finde ich cool. Richtig cool. Aber mein kleines Highlight auch, die Radiant Venusaur-Karte, echt wirklich dein Liebling von den dreien. Mega hübsch. Wunderschön mit den Farben im Hintergrund, echt. Und wir haben unsere drei Trainer, die echt alleine schon wunderschön glitzern und für die die Japaner einiges aufmachen müssen. Wir haben wir geschenkt in den Boxen. In den Boxen drin. Natürlich nicht zu vergessen, die ganzen Holos. Da war in jedem Pack eine Holo mit drin. Das sind alles Holos. Mhm. Und natürlich auch darunter jede Menge wunderschöner Artworks. Ich freue mich jetzt aufs Einsortieren, Leute. Ich freue mich jetzt riesig auf Einsortieren. Die werden wir gleich einsortieren. Gleich und yes, wenn ihr den Content gemögt habe oder mögt. Wir werden noch ganz viele neue Produkte aufmachen, Leute. Vielleicht ein weiteres Ditto. Ganz, wir hoffen auf... Wir sind ja noch nicht fertig mit unserem Masterset. Wir hoffen auf ganz viele weitere tolle Karten. Es werden noch ganz viele Produkte kommen. Wie gesagt, geht auf unsere Seite. Schaut euch den Infocorner an zu Pokémon Go. Da stehen alle Release-Daten und alle Produkte, die kommen werden. Schaut da unbedingt vorbei, Leute. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch bei uns auf Instagram, YouTube oder direkt per WhatsApp oder auf der Homepage. Yes, Twitch wäre auch noch eine Möglichkeit. Guckt vorbei. Wenn ihr das Ditto sehen möchtet, lasst noch ein Subscribe da. Und dann würde ich meinen, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann! Bis dann, Leute! Tschüss!